Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. Der Endstand 2:0 für die Pinguine. 4.350 Zuschauer waren heute hier. Martin Jiranek ist da für die Gäste aus Nürnberg, Brandon Reed für die Krefeld Pinguine. Herr Jiranek, Ihr Kommentar zum Spiel. Dankeschön. Ich glaube, wir haben nicht so gut gestartet. In der ersten Drittel, ich glaube, zweite in der letzte Drittel war besser. Aber wir mussten diese Kampfgeist, diese Will zu gewinnen, diese Will Tore zu schießen. Das hat uns heute Abend und das letzte Spiel auch war nicht da. Und das ist jetzt ein Problem bei uns. Wir haben ein Tor in letzte sechs Drittel. Spiel vorher haben wir fünf Tore gegen Wolfsburg und das sechste Drittel vor diesem Spiel auch nur ein Tor. So. Das ist ein großes Thema momentan bei uns. Irgendwie müssen harder kämpfen, harder arbeiten. Und es ist keine Zeit für Ausrede. Fakt ist, wenn du schießt kein Tor, du gewinnst kein Spiel. Und das hat genau zu uns heute passiert. Ich glaube, Krefeld hat ein gutes, solides Spiel gespielt. Ich glaube, wir waren da für meistens das Spiel. Aber nochmal, ohne Tore. Du gewinnst nichts. So, das müssen wir ändern und ganz schnell. Dankeschön. Brandon. I think this evening it was a good performance by us. It was a tough loss that we had in Munich. I think that was one that hurt because guys really competed defensively. I think in the last couple of games our defensive side of the game has been really good. I have to praise our defense, even our forwards in the D zone. We're really not giving too much time and space for the opponent. We're a four-line team, and when our four lines are skating and getting pucks deep and rolling, we play good hockey. We limited turnovers at their blue line, which kept momentum for us. They're a team that likes to make plays off the rush, so we limit those for them. The PK once again was really good tonight. I think in the last three games we're clicking at about 94%. So the adjustments, the guys are key on them. They're really feeling it right now. They're confident and good sticks and good block shots. I think Miller's line was really good tonight. They're really good in Munich, but they were really good tonight. So they're really finding their groove. Hansen and Cooney, they're working their butts off, and it's paying off for them. Ilya came back, his first win at home, so that's good for his confidence. He made some big saves at key moments. He looked really calm and cool in the net tonight. So I think for us it was a solid game, but most part I thought we played a very good defensive game. Danke, also eine gute Leistung der Krefeld Pinguine heute. Das Spiel in München, die Niederlage, die hat wehgetan, weil die Pinguine gerade da auch wirklich sehr defensiv gut gestanden haben, wie die ganzen letzten Spiele übrigens schon. Heute dann auch wirklich endlich mal belohnt dafür, sowohl die Verteidiger als aber auch die Stürmer. Hier hat Brandon ausdrücklich gelobt, was hier die Defensivarbeit angeht. Ist halt in einem Team, das mit vier Reihen immer spielt, wichtig, dass da viel gelaufen wird, dass sie sich gut bewegen, dass sie wenige Puckverluste zulassen und dem Gegner wenige Chancen geben. Powerplay über die letzten Spiele, sagt er, ganz, ganz großartig. Da sind immer gute Schläger dabei, gute Blocks. Da werde ich gleich nochmal nachfragen nach den Blocks. Und die Tim-Miller-Reihe, die hat er heute ganz besonders gelobt. Die arbeiten wirklich richtig hart. Und natürlich ein Shutout für den Torwart, immer super. Ilja hat sich das heute wirklich verdient und auch das ist gut für sein Selbstvertrauen. Herr Jiranek, Selbstvertrauen, da muss ich hier nochmal eben fragen. Also Ihr Geschäftsführer hat in einem Interview gesagt, eigentlich so vom Potenzial her ein Team für die Top 6, jetzt schon ein großer Rückstand. Jetzt geht es am Sonntag gegen Düsseldorf, eine Mannschaft, die oben drin ist. Da ist wenig Zeit, jetzt noch irgendwie aufzurichten. Wie sieht das aus? Was kann man machen in ihrer Situation jetzt? Well, erst was positiv ist, dass Sean Lalonde kommt zurück. Wir sind ein bisschen dünn in der Abwehr und das ist eigentlich auch ein Thema der ganzen Saison. Wir haben wieder 6 Spieler sind raus heute Abend. Ich glaube, dieses Jahr wir haben vielleicht ein paar Spiele, wo wir haben weniger als 4 verletzt. Wir haben kein Spiel dieses Jahr, wo wir sagen, wir sind gesund.
Und das hat auch die Mannschaft belastet, auch in dieser CHL-Zeit. Wir haben viele Spiele gespielt und das hat unsere, besonders in der Abwehr, belastet. Das fängt an von unserem Drittel, Aufbau und auch in der Offensivdrittel. Und fehlen uns viele Top-Spieler, ob das Mabus ist oder heute Lalonde, auch gestern, vorgestern war auch, Sean war auch gesperrt, und Yersina. Aber auf jeden Fall, wir müssen Tore schießen irgendwie. Und das ist unser größtes Problem. Hoffentlich, wenn Sean kommt zurück am Sonntag, das gibt auch uns noch ein bisschen mehr Schub in der Offensivseite und auch mehr Unterstützung in der Abwehr. Dankeschön. Brandon, ich habe gesagt, nach den Blocks muss ich noch mal fragen. I have to ask you about Tim Miller blocking like every shot possible today. He must be bruised all over. What can you tell us about his defensive attitude, his mental side of the game? Like, I saw the players like coming up to him and saying, "Hey, great work." Is that an integral part of your team right now? Well, for Tim, beginning of the season, you ask your players what type of player you are, and one of the first things he said is, "I love to block shots," and those are the type of players you need on your team, because when he does it, keeps other players accountable to do the same thing, and he likes to do it for that reason. I think he does it to get guys going. Obviously, he sacrifices his body because he's a good teammate, and he takes pride in the D zone and especially on the penalty kill. So those guys make you win games down the stretch, and it's good that we have him, because a lot of players have jumped on the bandwagon there, and so he's leading by example, and that's what we need. Also ist Tim Miller ein Spieler, der wirklich die anderen mitzieht, leading by example. Also er macht's vor, was er von den anderen auch erwartet. Und Brandon sagt, er hat vor der Saison mit jedem Spieler so gesprochen, was seid ihr für ein Spielertyp? Und da hat Tim gesagt, ich liebe es, Schüsse zu blocken, mich da reinzuwerfen. Das ist eben sehr wichtig fürs Team, auch wenn man dann den weiteren Verlauf der Saison noch sich anschaut. Gibt's Fragen aus der Runde? Offenbar nicht. Dann danke ich für den Besuch. Für euch geht's weiter Sonntag in Düsseldorf. Alles zu Hause gegen Düsseldorf. Alles Gute dafür. Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele. Sonntag in Augsburg, Freitag in Wolfsburg. Und wir sehen uns dann am 9.12. hier zum Derby gegen die Kölner Haie. Schönes Wochenende.